Was geht, Leute? Ich wollte heute mit euch mal über YouTube Deutschland reden. Oder besser gesagt, diese verheuchelte Szene, wo ich früher mal so dachte, ey, okay, vielleicht übertreibe ich sogar manchmal. Vielleicht sind die YouTuber ja gar nicht so schlimm, wie man das immer so sagt und so. Aber ich habe viele von denen kennengelernt und ich kann euch wirklich sagen, das stimmt einfach. Das sind wirklich Bastarde. Loyalität auf YouTube, Fremdwort. Generell in meinem Leben, ich habe damit abgeschlossen. Wenn ich jemandem was Gutes tue oder jemandem helfe, ich erwarte das nicht zurück. Ihr kriegt selten was zurück. Meistens kriegt ihr einfach nur den hier. Wenn ich jetzt sage, dass viele YouTuber Söhne sind, dann beleidige ich die ja gar nicht. Ich nenne die nur bei Vornamen. Die machen privat mit dir auf gut und hey, die schreiben dir sogar noch eine Nachricht und sagen, Bruder, ich stehe von hinter dir. Land, du Sohn, dann mach doch ein Video, sag doch öffentlich, dass du hinter mir stehst. Aber öffentlich sich nicht trauen, wegen, oh mein Gott, meine Kooperationspartner, meine so. Wie viele YouTuber haben ihre Eltern vergessen, ihre Familie vergessen, nur wegen Fame? Deswegen sage ich euch doch, dass viele von den und Söhne sind. Wie diese YouTuber, die vielleicht ein bisschen Geld gemacht haben, 18 Jahre, dann ziehen die aus, lassen ihre Eltern alleine und oh, ich hab YouTube vom Geld gemacht, wow, Biber, dicke Autos. Aber das Ding ist, dass diese ganz verhurte Internetwelt genau sowas sehen will. Die wollen nicht dieses, was normal ist. Wenn Leute zu mir sagen, du hast 1 Million Abonnenten, du bist voll bescheiden, du Missgeburt, Alter. Ist doch selbstverständlich, was soll ich jetzt machen? Und auch was die in meinem Internet sagen, das fuckt mich so ab. Diese Hypersensibilität, ich hab's auch bei Instagram letztens gesagt. Du sagst ein Wort, oh mein Gott, das ist direkt so, das ist direkt so. Bei so einem Trimax, sag euch ehrlich, gefällt mir nicht. Ich sehe in diesem Gesicht was richtig Linkes. Voila. Immer dieses auf Krampf versucht er ein Meme zu werden mit dieser damals Brasilien. Soweit, Halsmaul. Brasilien. Das hat sich schon gelohnt. Ich feiere dich, Brasilien. Als ob der das nicht wusste, Alter. Bitte, das hätte ich sogar gewusst. So, der Typ studiert irgendwas mit Wirtschaftsinformatik oder keine Ahnung und will mir sagen, er weiß nicht, wie die Brasilienfahne aussieht. Halsmaul, Alter. Diese YouTuber verkaufen sich selber und die verkaufen auch dich. Sobald die sehen, dass bei dir nicht mehr läuft oder du gerade Hate hast und so, distanziert sich von dir, die kennen dich nicht. Denkt die mich jucken Dislikes oder irgendwelche negativen Kommentare, wenn ich in meiner Familie schon von Scheidungen, Tode, Morde, alles am lebendigen Leib miterlebt habe, denkt ihr allen Ernstes, dann habe ich die Zeit, sobald ich die Kamera ausmache, mich da hinzusetzen und zu denken, oh mein Gott, ich werde gerade im Internet so kritisiert, es ist gerade wirklich total schlimm, ich bin anscheinend wirklich ein schlechter Mensch. Oder Blamage. Ich habe euch schon lange gefickt, damit, dass ich einfach ehrlich bin auf YouTube. Ihr seid einfach und bleibt Heuchler. Man muss alles objektiv betrachten. Diese verheuchelte Motto-Objektivität von euch, Alter. Wenn ihr doch alles objektiv betrachten würdet, dann würdet ihr euch auf Fakten stützen, um das Ganze sachlich angehen zu können. Einen allgemeingeläufigen Satz verwendet, dem sich die deutsche YouTube-Kultur in letzter Zeit häufig bedient. In dem Zusammenhang habe ich das Wort Hasung gebracht. Ich habe nicht in dem Video explizit gesagt, ey, Trimax, du H... Dieser Satz... Ich bin voll lost. Ist das ein Satz, der Trimax gehört? Oder ist es ein Satz, der der deutschen Sprache gehört? Wenn es mir privat scheiße geht, dann rede ich vor der Kamera gar nicht. Wenn es um euer Business geht, wenn es um euer YouTube geht, seid ihr alle gleich. Da kann ich euch ruhig alle in einen Topf werfen und sogar kochen. Sogar noch Salz reinmachen. So, schmeckt gut, diese YouTuber-Suppe. Hört auf mich zu flexen, wallah, das. Ja, Leute, also, ich hab dem ABK auch damals, ne? Das war schon die Kippe Asche, ne? Privat gesagt, dass das auch ein dickes Eigentor ist, wenn ihr solche Worte verwendet. Weil ich finde, das muss man eigentlich öffentlich machen. Das kann man erstmal der Person im Privaten sagen, weil ich finde, ABK ist auch ein ganz cooler und korrekter. Ne, ich bin ja mit ihm so, damit die Leute sagen, boah, Monte, richtiger Ehrenmann. Guck mal, der sagt wenigstens das vorher schon dem ABK privat. So warnt den vor nach dem Motto hier, boah, Ehre. Das ist korrekt von dem, oder? Das gefällt mir an den YouTuber, das haben die wenigstens richtig eingesehen. Ich scheiß auf die Klicks, ich scheiß auf die Likes und ich scheiß auf euch. So, Dankeschön an dieser Stelle, Trimax. Dafür auf jeden Fall, ich küsse deine Geheimratzeige. Das wäre dann für dich also okay? Nein, es ist für dich okay, wenn es irgendwelche anderen Leute sind. Aber sobald es dich selber betrifft, tickst du da ganz anders. Hör auf, du Wirtschaftspsychologe. Ja, oh mein Gott, war der Trimax wirklich so lost, hä? Und dann gehen die auf den Kanal rüber und dann gucken die sich nochmal den Vlog an und sagen, oh, der war ja wirklich so lost. Weil guck mal, komischerweise, Leute, man merkt bei diesen Kanälen, Satta Hugo, Hungriger Hugo, da werden ja wirklich mal nur die gleichen Leute gezeigt. Es gibt auch noch einige YouTuber im deutschsprachigen Raum, von denen ich glaube, dass die Klicks kaufen, so. Da scheint mir das richtig merkwürdig. Gucken wir jetzt einfach mal zum Beispiel den Kanal von Unsympathisch TV an. Immer die gleiche Klickzahl hier, 1,3, 1,3, 1,3. Der lädt Video hoch, aber nackt, der macht nach ein paar Stunden mehr Klicks als Justin Bieber oder Drake oder Tiger, Bruder. Dann immer noch mit dem gleichen Format. Nee, gar nichts. Ganzen Memes auf YouTube Deutschland fake, Bruder. Ich hab wirklich richtige Kopfschmerzen. Jetzt ohne Witz, das tut mir wirklich mein Kopf weh. Ich hab gar keinen Bock auf nichts zu machen, wirklich, Alter. Dieses Leben, einfach nur sterben.